wie auf diesen Bildern vor gut 4 Jahren und wie auch heute für Alexander Ristić die Familie der Mittelpunkt, Frau Mia und Tochter Mariana. Sportliche Erfolge wie der Aufstieg mit Fortuna Düsseldorf waren schön, wichtig aber für den 49-Jährigen der Rückzug ins Privatleben. Papa Alex und Trainer Ristić, zwei Welten treffen aufeinander. Die Geschau des Geschäfts nahezu perfekt beherrschend, weiß er Zuschauer und Medien zu unterhalten. Das ist ein Mali, das brauche ich nicht. Ja, keine Pitschku, Mama's. Auf der Bühne des Düsseldorfer und natürlich des Schalker Kreisels wusste und weiß Alex, sich zu bewegen. Und immer wenn er sich verabschiedete, blieben Erinnerungen zurück. Der Name Ristić alles andere als grau. Ein dickes Fragezeichen aber blieb immer. Wie ist er eigentlich wirklich, der Mensch Ristić? Aus dem Theater Schalke schneller als erwartet in die Amateur-Tristesse zurück ins Rheinstadion. Düsseldorf, seine zweite Heimat. Hier wohnt er, hier fühlt er sich wohl. Aber seine Gedanken sind ständig in seiner Heimatstadt, in Sarajevo. Hier wohnt auch heute noch sein Stiefvater. Zu ihm und zu seinem Bruder versucht Ristić Kontakt zu halten. Als diese Bilder vor knapp 2 Jahren entstanden, wurde zum ersten Mal wieder eine Verbindung geknüpft. Das einzige Bild in der Wohnung des heute 84-Jährigen erinnert an seinen Sohn Alex. Alexander Ristić heute erfolgreich nur in der Drittklassigkeit, dafür aber mit mehr Zeit für Mitmenschen aus Restjugoslawien. Enver Maric zum Beispiel. Hier, Jugoslawiens Torwart bei der WM 74, bekam durch Ristić in Düsseldorf eine Unterkunft und einen Arbeitsvertrag. Die menschliche Seite von Ristić eher unbekannt, sportlich der Name für jeden Fußballfan immer noch ein Begriff. 24.000 am vergangenen Samstag im ausverkauften Aachener Tivoli. Und durch diesen Treffer von Ralf Vogt gewann Düsseldorf bei Alemannia Aachen mit 1:0 und steht jetzt schon mit einem Bein in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Trotz des Erfolges, Alex Ristić bleibt gelassen. Der Krieg hat auch ihn verändert. Der Fußball nicht mehr ganz so wichtig. Liebe Zuschauer, wir machen viel in Dur in dieser Sendung. Jetzt ein paar Takte mal in Moll. Angesprochen ist der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien. Der hat ihr Leben verändert. In welcher Weise? Ja, sehen Sie, wenn man sieht diese Bilder, da muss sie man enden. Das ist ein grausames Krieg. Aber man muss weiter versuchen, diese Leute zu helfen. Und dann, ich mache mit dem Fußball noch das für mich persönlich etwas leichter. Mhm. Sie haben Familie unten immer noch. Der Vater, der Stiefvater ist noch in Sarajevo. Sie sind deshalb auch persönlich betroffen. Es ist auch für Sie eine schwere Situation, sich jetzt hier immer wieder den Medien zu stellen. Ich habe Sie zuletzt in einer anderen Fernsehsendung gesehen. Warum machen Sie das? Warum gehen Sie in die Öffentlichkeit? Ja, ich habe lange Zeit abgelehnt, fast 2 Jahre. Aber kann man nicht immer nur Nein sagen. Die Leute, die brauchen mich in bestimmte Richtung wegen meiner Hilfe. Mhm. Und dann muss ich auch so antreten in Medien, in Öffentlichkeit. Sie sind sehr engagiert. Sie helfen den Kriegsopfern in Bosnien-Herzegowina insbesondere. Wie sehen die Aktionen aus? Was machen Sie? Ja, wissen Sie, ich mache mit einigen Leuten zusammen. Allein kann ich nicht machen. Das ist so breit. Aber wir sammeln hier alles, was man braucht, nach unten. Und dann letzte Zeit, wir haben für notwendigste Stelle, Beispiel Sarajevo in Bosnien, wir konnten auch nicht reinbringen. Wir haben zum anderen Orte gebracht und dann mit dem bestimmten Kanal nach unten, mhm, zum Notwendigkeit wirklich in bestimmte Stadtteile von Sarajevo oder andere Städte in Bosnien etwas gebracht. Wir haben viel geholfen in andere
Beispiel Flüchtlingslager, da konnten wir viel leichter etwas bringen und dann in diese Richtung. Aber diese Arbeit ist wirklich sehr schwer und braucht man viel Zeit und dann auch Hilfe von anderen Menschen. Und ich muss nochmal sagen, mich bedanken, viele Firmen und viele Leute, viele Deutsche, die haben uns so viel gegeben, man konnte sich nicht vorstellen, das kommt plötzlich so viel. Mhm. Sie haben gesagt, Sie haben in den letzten 3 Jahren Ihres Lebens so viel geweint wie in Ihrem ganzen Leben nicht. Sehen Sie, wir haben diese kurze Film gesehen und alles, das kann man jeden Tag fast 2 Stunden sehen. Und dann, wenn man sieht diese schrecklichen Bilder, dann was kann man anderes machen als weinen? Jetzt ist ein bisschen Hoffnung da. Das Ultimatum der NATO ist verstrichen, Gott sei Dank positiv. Es gibt keine Luftangriffe derzeit auf Sarajevo, auf Ihre Heimatstadt. Ist das auch Hoffnung auf ein Ende des Krieges in Jugoslawien, im ehemaligen Jugoslawien? Ja, mit Sicherheit. Wir haben alle Hoffnung, wenn das war sehr gut, das war keine Angriff von NATO oder etwas gemacht hat, die Leute doch zum Tisch gegangen sind und dann Lösung gefunden für kurze Zeit in diese Richtung. Aber ich glaube schon, das ist ein großer Schritt in wieder Zusammenleben in ehemaliger Jugoslawien. Was war das? Menschen, die kennen nicht anderes, mit Sicherheit. Sie haben sehr viel geholfen, schon auf verschiedenen Wegen, haben unter anderem allen Freunden angeboten, bei Ihnen auch zu Hause zu wohnen. Wer hat dieses Angebot angenommen? Ja, wissen Sie, ich habe viel, ich kann auch nicht alles machen, aber die Leute hier in Deutschland, die haben mir viel geholfen, die haben gesagt, wenn du irgendwelche Probleme hast, dann rufst du an und alles. Und dann habe ich gemacht und ich will zum jeden helfen, aber schaffe ich auch nicht. Aber notwendige oder wenn einer oder andere kann rauskommen aus ehemaliger Jugoslawien und so und dann meldet sie, dann helfe ich in eine oder andere Richtung. Unter anderem, auch das klang in dem Film schon an, haben Sie Enver Maric geholfen. Der ist auch bei uns im Studio. Vielleicht kommen Sie gerade herüber, Herr Maric. Vielen Fußballfans bekannt als WM-Torwart 1974 für Jugoslawien, als Trainer und als Spieler von Veles Mostar und bei Schalke 04. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Wie hat er Ihnen geholfen? Er versteht viel Deutsch, aber redet ungern. Ich bin etwas besser in Deutsch als er. Und dann, er hat die Frage verstanden. Ja. Ich werde Antwort geben. Ja. Kontakt, wir haben immer gehabt. Er war Trainer bei Veles Mostar, damals, wo alles normal war. Er war in Dortmund auf der Bank, wenn die haben Veles Mostar gegen Borussia Dortmund gespielt und alles. Wir haben Kontakte gehabt. Sein Sohn war schon vorher hier und ich habe Kontakt über seinen Sohn mit Enver auch dann später erweitert. Und er ist plötzlich hier in Deutschland gewesen und dann habe ich gesagt, ich habe nicht nur geholfen in diese Richtung, du brauchst Hilfe, ich gebe dir Geld und so. Ich habe gesagt, ich brauche einen Torwarttrainer und er war Weltklasse-Torwart, damals 74 in München. Er hat auch war in Tor bei ehemaliger jugoslawischer Nationalmannschaft und ich habe gesagt, ich habe Arbeit für dich und er hat gern genommen und mit Verein habe ich gesprochen, das war kein Problem überhaupt. Aber das war nicht Hilfe in diese Richtung, da er bekommt jetzt Geld ohne Arbeit und alles. Er arbeitet sehr gut und wir werden mit ihm auch Erfolg haben für unseren Verein. Die Brücke in Mostar ist uns allen ein Begriff. Auch die ist, glaube ich, völlig ruiniert und zerstört. Ožalošćeni da ne mogu to prežaliti. Naravno da je to posljedica rata koji Mostarci ne mogu zaboraviti nikad. Wissen Sie, Mostar ist bekannt über einen Fluss, Neretva heißt, und dann diese Brücke. Das ist eine Brücke, kann man ganz selten sehen. Das ist gebaut, die viele Leute, die wissen überhaupt nicht, wie man hat gebaut, so eine Brücke, genau wie Pyramiden in Ägypten und alles. Und das war jede
betroffen, so hart. Und besonders, er ist geboren in Mostar. Mhm. Und er ist noch härter getroffen als viele andere. Aber das, solche Geschichte, das ist ganz, ganz schwer zu verkraften. Mhm. Ein schwieriges Thema für uns alle. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Ihnen beiden, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen mit der Fortuna Glück und auch privat. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.